Hi, ich bin's wieder, euer Uli vom Schrevenranner Projekt und in diesem Video möchte ich dir gerne fünf Vitamine nennen bzw. Mineralien nennen, die für uns Läufer, uns Ausdauersportler interessant sind und wertvoll sind. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und gleich nach dem kleinen Intro sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, kommen wir mal zum ersten Mineral, das ist das Eisen. Das ist sehr, sehr wichtig für uns Läufer, weil ja unsere roten Blutkörperchen zum größten Teil aus Protein bestehen, aus den Hämoglobin-Protein. Und wir brauchen eben halt auch Eisen, um neue Blutkörperchen auch bilden zu können. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Ja, ein Mann muss so ungefähr 8 Milligramm pro Tag zu sich nehmen und eine Frau ja, ungefähr 18 Milligramm pro Tag. Ja, und das ist halt sehr, sehr wichtig, um die Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen neu bilden zu können. Und du findest das zum Beispiel in den Lebensmitteln wie Meeresfrüchte oder auch Tofu, wenn du auf eine ja, vegetarische, vegane Ernährung achten möchtest. So, kommen wir zum zweiten Vitamin. Das ist das Vitamin B6. Das ist auch sehr, sehr wichtig für die Hämoglobinbildung in unserem Körper. Das wird gerade in den Zellen und Gewebestrukturen benötigt, die ja, die Energie brauchen während des Laufens. Du findest es unter anderem in Geflügel beispielsweise und in Bananen ist es auch unter anderem enthalten. Es ist sehr, sehr wichtig, dieses Vitamin B6 auch zuzuführen. Deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiges Vitamin für uns Läufer. Ja, kommen wir mal zu einem bekannten Kandidaten. Das ist das Vitamin D. Das kennt man ja in dunkler Jahreszeit. Kannst du es schlecht produzieren, weil ja, wenig Sonne da ist. Man kennt es ja, ich leide unter Vitamin D-Mangel. Dann wird supplementiert mit irgendwelchen Tabletten. Es kann von unserer Haut produziert werden. Und da ist eben halt die Sonneneinstrahlung sehr, sehr wichtig. Und lad doch einfach mal deinen Vitamin-D-Speicher auf. Mach am Sonntag beispielsweise mal einen Spaziergang. Gerade in der Herbst-Winterzeit manchmal hat man Glück und da scheint auch die Sonne. Das ist eine gute Methode, auch den Vitamin-D-Speicher dann auch aufzuladen. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Vitamin, das Vitamin-D. Das sorgt auch dafür, dass wir Calcium ja, über die Nahrung aufnehmen können. Deswegen ist es sehr, sehr essentiell, dass wir das auch in guten Mengen in unserem Körper haben. Also Vitamin D auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, ein weiteres Mineral oder Vitamin ist das Calcium. Auch sehr, sehr wichtig, weil wir gerade beim Laufen ja auch aufprallen mit dem Fuß. Es ist auch umso wichtiger, da auch für Calciumversorgung, für eine gute Calciumversorgung zu sorgen. Das kannst du unter anderem ja, mit Brokkoli machen oder auch mit Joghurt. Da ist es auch enthalten, Calcium. Und bietet sich auch an, das auch so ja, umzusetzen. Ja, also sehr empfehlenswert. Achte mal darauf, dass du auch genügend Kalzium zu dir nimmst. Ja, kommen wir mal zum Vitamin C. Auch ein bekannter Vertreter. Auch sehr, sehr wichtig, dass du das auch in ausreichenden Mengen zu dir nimmst. Vitamin C unterstützt uns dabei, dass wir gerade aus pflanzlichen Quellen wie Spinat und Linsen beispielsweise auch das Eisen aufnehmen können. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, das auch zuzuführen. Also beißt doch einfach mal eine Orange rein und gönn dir einfach mal eine Ladung Vitamin C. So, liebe Leute, jetzt habt ihr euch eine kleine Impression abgeholt, was es denn alles für Vitamine gibt, die für uns als Läufer wichtig sind. Also ich habe dir erstmal die der Top 5 hier rausgesucht. Und wenn du darüber noch ein bisschen mehr lesen möchtest, habe ich das natürlich auch alles in einem Blogartikel nochmal verfasst, nochmal ein bisschen detaillierter aufgeschrieben für euch. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt erstmal was. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und lasst doch gerne mal einen Kommentar da, wie euch das Video gefallen hat. Also, bis zum nächsten Video. Euer Uli. Ciao.